Filmkritiken mögen vielleicht einen unschätzbaren Filter zwischen das Publikum und schlechte Filme legen, aber sie haben auch nicht immer recht. Im Fall dieser insgeheim großartigen Filme haben die meisten Kritiker den Punkt verfehlt. Für diejenigen, die Wert auf den Score von Rotten Tomatoes legen, bevor sie Geld für Karten ausgeben, hier kommen die Filme, die ihr das erste Mal vielleicht verpasst habt. Aber seid gewarnt, es kommen Spoiler. Der Regisseur Taseem Singh hat mit The Cell keinen Film für jedermann gemacht. Aber die Kritiker, die den Film als oberflächlich und derivativ abgestempelt haben, waren im Rückblick vielleicht doch ein bisschen zu hart. Der Film erzählt die Geschichte von Catherine Dean, einer Kinderpsychologin, die eine beeindruckende Technik anwendet, um in das Unterbewusstsein eines komatösen Jungen einzudringen. Sie hofft, dass sie ihn dadurch zurück in die reale Welt bringen kann. Dank ihrer einzigartigen Fähigkeit wird sie von einem FBI-Agenten gebeten, die Psyche eines bewusstlosen Mannes zu untersuchen, der ein Mädchen in einer bizarren Todesfalle gefangen hielt, bevor er einen Schlaganfall erlitt. Jetzt hat sie nur noch 4 Stunden zu leben und Dean ist damit beauftragt worden, ihren Aufenthaltsort herauszufinden. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn das Unterbewusstsein des Mannes ist eine Albtraumwelt voller Foltergeräte, gehörnten Monstern und lebenden Puppen, die seinen Opfern ähneln. Es ist ein SM-Fiebertraum, in dem Leichen in Blut baden, Pferde mit Glasscheiben zerlegt werden und Männer in die Eingeweide langsam aus den Körpern herausgezogen werden. Also ist The Cell voller Verdorbenheit, aber trotzdem schön anzuschauen, dank der schauerlichen Hommage an Künstler wie Damien Hirst, Odd Nerdrum und H.R. Giger. Und die Kostüme sind echt klasse, mit einer Palette des Designers Aiko Ishioka und seinen Jumpsuits, dämonischen lila Flügeln und sadistischen Sci-Fi-Masken. Und noch besser, die Sets sind praktisch, die Darstellungen auf den Punkt und das Ergebnis etwas Großes, Blutiges und pervers Schönes. Natürlich haben sie es nicht alle falsch verstanden. Roger Ebert war einer der wenigen Kritiker, denen der Film tatsächlich gefallen hat und bezeichnete ihn sogar als einer der besten Filme des Jahres. Wenn es um Filme geht, bei denen wir an den Nägel kauen, dann ist William Friedkin einer der besten in der Branche. Nach allem ist er der Typ, der Filme wie Brennpunkt Brooklyn und Der Exorzist gedreht hat. In Die Stunde des Jägers gibt er uns die Verfolgungsjagd des Jahrhunderts, auch wenn die Kritiker nicht allzu beeindruckt waren. Der Film zeigt uns den müden Trucker L.T. Bonham, der einst Soldaten für Sondereinsatzkommandos ausbildete. Aber leider war sein Training ein bisschen zu gut. Nachdem er im Einsatz einige furchtbare Dinge gesehen hat, hat ein alter Schüler seinen Verstand verloren und verbringt seine Zeit nun damit, Hirschjäger abzuknallen. Also wird Bonham dazu geholt, um seinen Schüler eine letzte Lektion zu erteilen. Tommy Lee Jones ist großartig als abgekämpfter Überlebenskünstler. Der weiß, was er zu tun hat. Das bedeutet aber nicht, dass er es auch genießt. Is yours? Yeah, it is. Und Benicio Del Toro ist beängstigend und sympathisch zugleich als der Mann, der viel zu viel Blut gesehen und vergossen hat. Friedkin folgt den beiden brillant, während sie sich gegenseitig aufspüren. Und als es zum finalen Showdown kommt, gibt es keine protzigen Ninja-Moves. Es ist schmerzhaft brutal und direkt in die Fresse, was eigentlich das gesamte Feeling dieses unterschätzten Thrillers zusammenfasst. Als Konstantin 2005 veröffentlicht wurde, hatten Kinobesucher eine teuflische Zeit. Es verlor Geld an den Kinokassen und die Kritiker taten ihr Bestes, um den Film aus den Kinos zu verbannen. Aber diese Kritiker mussten mit dem Teufel im Bunde gewesen sein, denn Konstantin ist ein höllisch guter Film. Zugegeben, er hat nicht viel mit Hellblazer gemein, dem Comic, auf dem er lose basiert. Aber trotzdem ist er ein großartiger, lustiger Film noir über einen kettenrauchenden Zyniker, der Dämonen aus komplett selbstsüchtigen Gründen abschiebt. Als Kind versuchte er sich das Leben zu nehmen und nun ist er auf alle Ewigkeit verdammt. Also ist sein Plan, sich jetzt mit Exorzismen in den Himmel zu bringen und er bekommt endlich eine Chance, seine Seele zu retten, als ein Polizist ihn fragt, ob er einen merkwürdigen Fall übernehmen könnte. Regisseur Francis Lawrence wirft den Helden an Konstantin in eine Welt, in der jenseitige Wesen ihre Abende in einem übernatürlichen Club verbringen und Heldendämonen mit Kruzifixkanonen ausschalten. In diesem verrückten Film können euch Katzen in die Unterwelt begleiten, Weihwasser wird literweise in großen Fässern gelagert und Engel sind bis zum Abwinken in Nadelstreifenanzügen aufgetakelt. John Constantine ist eine von Reeves besten Rollen. Der Mann spielt eine Mischung aus Sam Spade und Neo aus Matrix und rührt darin bissigen Humor, eine distanzierte detektivische Coolness und eine heimliche Portion Antiheldensympathie mit ein. Dann haben wir noch Tilda Swinton als unglaublich charmanten Gabriel und Peter Stormare als den schmierigsten Satan aller Zeiten. Mit all diesen großartigen Dingen ist es wirklich rätselhaft, dass dieser Film so schlecht abgeschnitten hat. Aber für alle Kritiker, die diesen Film gehasst haben, hat Constantine eine kleine Botschaft parat. Man kann nicht abstreiten, dass Nicolas Cage eine bewegende Kinokarriere hatte. Aber treue Fans wurden mit berechtigterweise gelobten Filmen belohnt. Darunter Joe, Die Rache ist sein, Adaption, Der Orchideendieb, Bad Lieutenant, Cop ohne Gewissen und Knowing, Die Zukunft endet jetzt.
Auch wenn sich fast jeder Filmkritiker wünscht, dass der letzte Film bei einem auslöschenden Ereignis verschwindet, ist Knowing wirklich spannend und wirft ein paar interessante philosophische Fragen auf. Wenn er euch nicht gerade aus den Socken haut, dann macht er euch nachdenklich, was laut Roger Ebert der einzige Überlebende war, der ihn als einer der besten Science-Fiction-Filme bezeichnete, die er je gesehen hatte. Die Handlung kreist um einen rationalen Professor, der von Cage gespielt wird, dessen Sohn ein 50 Jahre altes Dokument findet, das mit Zahlen übersät ist. Trotz seiner Skepsis bemerkt Koester, dass diese Zahlen ein Code sind, der Daten und Opferzahlen der größten Katastrophen voraussagt. Als er tiefer in das Mysterium eintaucht, erkennt er, dass etwas Schreckliches auf ihn zukommen wird. Während auch noch ein paar außerweltliche Fremde auftauchen, beginnt Koester alles zu hinterfragen, was er über das Universum weiß. Mit Regisseur Alex Proyas an der Spitze strotzt Knowing die Zukunft endet jetzt nur so vor Grauen, der gleichen gruseligen Angst, die man in Filmen wie Science, Zeichen findet. Außerdem packt der Film Konzepte an wie den freien Willen versus Vorbestimmung, ein deterministisches Universum versus einem zufälligen. Ihr werdet es vielleicht nicht gut finden, wohin der Film letztlich tendiert, aber es ist ein Film, der Chancen ergreift und Ideen generiert, die es wert sind, dass man sich auch nach dem Abspann weiter mit ihnen beschäftigt. And you have to do it. You have to, or I'll fire you, do you understand? Bevor er Guardians of the Galaxy drehte, machte sich James Gunn mit Super einen Namen im Superhelden-Genre, einer fröhlichen Version von Taxi Driver, in dem die vermeintlichen Superhelden Drogendealer mit Rohrbomben und Zangen ausschalten. Wenn ihr das ganze Blut ausschalten könnt, dann werdet ihr euch nervös kichern bei einer der besten und ekligsten Superhelden-Satiren wiederfinden. Die Handlung zeigt einen schrudeligen Koch namens Frank, dessen Frau ihn gerade für den schmierigsten Drogendealer der Welt verlassen hat. Aber nachdem er eine Vision von Gott erhalten hat, eine, die Rasierklingen und Tentakeln beinhaltet, glaubt Frank, dass es seine göttliche Mission ist, ein Superheld zu werden, das Verbrechen zu bekämpfen und seine Frau zu retten. Auf seiner Reise bekommt er Unterstützung von einem weiblichen Comic-Nerd, die viel zu viel Spaß daran hat, Beine zu brechen und Köpfe einzuschlagen. Verkleidet als blutroter Blitz benutzt Frank eine Rohrzange, um einerseits Kinderschänder und andererseits Menschen zu bestrafen, die sich beim Anstehen vordrängeln. Die Gewalt ist verdammt hart anzuschauen und als Ergebnis wirkt Super wie ein Film über einen schizophrenen Verrückten, der auf etwas Schreckliches zusteuert. Und es ist dieses überdramatisierende Blutvergießen, das so viele Kritiker verärgert hat. Aber die Gewalt hier ist der Punkt. Wenn Superhelden im wahren Leben existieren würden, dann wären sie definitiv nicht die mental stabilsten Menschen auf dem Planeten. Also ist Super eine brutale und zwerchfellerschüttelnde Antwort auf jeden Comicfilm, der aus Hollywood kommt. Was ziemlich ironisch ist, wenn man bedenkt, für welchen Regieauftrag Gunn später noch unterschreiben wird. Face the wrath of the Crimson Bolt! Zwischen Adaptionen von Stephen King entschied sich Frank Darabont dazu, einen Film im Stile von Frank Capra zu machen. Das Ergebnis war The Majestic, ein Film, der so lieblich und nostalgisch ist, dass es erschreckend ist, dass derselbe Regisseur später Der Nebel drehen wird. Aber während dieser gruselige Film so pessimistisch ist, wie Filme nur sein können, glaubt The Majestic an altmodische Ideen wie richtig und falsch und an die Redefreiheit. Die Handlung folgt dem Drehbuchautor Peter Appleton, der auf der schwarzen Liste steht, unter Amnesie leidet und in einer schläfrigen kleinen Stadt landet, wo er fälschlicherweise für einen lang verschollenen Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg gehalten wird. Und da er sich ja nicht erinnern kann, wer er ist und wo er herkommt, akzeptiert Peter diese Geschichte und baut eine Bindung zu seinem neuen Vater und einer misstrauischen Lebensgefährtin auf. Letztendlich kommen Peters Erinnerungen flutartig zurück und bedrohen seine neue Existenz. Die Sache wird sogar noch komplizierter, als er als Zeuge vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe gerufen wird. Aber Peter wächst über sich hinaus und liefert eine mitreißende Rede zur Verteidigung des Rechtes zu sagen und zu glauben, was man auch immer möchte, ab. Jim Carrey liefert eine dramatische Darstellung ab, die Seite an Seite mit seinen Rollen in The Truman Show und Vergissmeinnicht steht. Und The Majestic ist ein inspirierender kleiner Film, wie wir ihn heutzutage nur noch selten sehen. Die Welt von Vanilla Sky ist voller Monet-Sonnenaufgänge und Bob Dylan-Straßen, aber das heißt nicht, dass ihr hier leben wollt. Warum nicht? Naja, es ist auch die Welt von verrückten Stalkern, gruseligen Gesichtsmasken und dem haarsträubenden Gefühl, dass etwas Böses in der Dunkelheit lauert. Basierend auf dem spanischen Film Open Your Eyes von 1998 bezeichnet Cameron Crowes fünfter Film für viele den Punkt, an dem er beginnt, sein Gespür zu verlieren. Trotz seines Rufes verwirrt uns dieser Tom Cruise-Film auf heftigste Weise mit mehr Schnitten als Inception und mehr Twists als Memento. Und Cruise verdient sich seinen Lohn hier wirklich als David Ames, einen ultrareichen Playboy, dessen Leben auseinandergerissen wird und er verliert daraufhin den Verstand. Vielleicht. Der Superstar verkauft uns Davids wachsende Angst und Paranoia unglaublich gut und seine Beziehungen mit zwei Frauen sind meisterhaft gestaltet. Sie zeigen zwei völlig verschiedene Seiten desselben Mannes. Der Film ist auch voll mit ziemlich gruseligen Bildern und wahrlich verstörenden Momenten, von bizarren Körperwechseln im Bett bis zu grotesken Aufnahmen von Cruise' Gesicht. Außerdem gibt es einen fantastischen Soundtrack mit einem der verstörendsten Gebräuchen eines Beach Boys Songs, den ihr jemals hören werdet. Der Film beginnt damit, dass Denzel Washington eine wilde Hauskatze erschießt und isst. Und es wird nur noch verrückter. The Book of Eli spielt in einer postapokalyptischen Welt, in einer Zeit, in der feuchtes Toilettenpapier als Währung benutzt wird, Menschen bezahlen, um ihre iPods zu laden und die lokalen Läden Geld damit machen, indem sie Wasser verkaufen.
Es ist eine düstere, depressive Sphäre, in der die, die lesen können, alle Macht haben und der Glaube mächtiger ist als eine geladene Waffe. Der Sci-Fi-Western zeigt Washington als Eli, einen heiligen Krieger, der das durchwandert, was von den USA noch übrig ist. Mit der Unterstützung einer Machete und Mila Kunis trägt Eli die letzte Ausgabe der King James Bibel mit sich und hofft, dass er das heilige Buch zu einem sicheren Platz an der Küste bringen kann. Leider will der Diktator einer kleinen Stadt das Buch für sich, weil er weiß, dass es ihm helfen kann, sein böses Imperium zu errichten. Allerdings gibt Eli das Buch nicht so leicht auf und anstatt, dass er die andere Wange hinhält, ist er darauf vorbereitet, Auge in Auge zu beten, sicherzustellen, dass das Relikt es sicher durch Amerika schafft. Zusätzlich zu meisterhaften Action-Szenen ist The Book of Eli ein kraftvoller Kommentar über die Kraft der Religion. Aber letztendlich ist es eine Geschichte über die Kraft des geschriebenen Wortes und wie Bücher komplette Zivilisationen formen können. Vielen Dank fürs Anschauen. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Demnächst gibt es noch mehr Lupe-Videos über eure Lieblingsthemen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.